In 3 Tagen wird in Wuppertal-Elberfeld die B7 gesperrt. Es werden dadurch Engpässe und Staus erwartet. Mit dem Fahrrad kann man in vielen Fällen am Stau vorbeifahren. Wir zeigen, wie es geht. Sie stehen am Haus der Jugend. An der Adlerbrücke. Am Hofkamp. Ja, sogar in Kronberg. Die Rede ist von Fahrradbügeln, an denen man sein Rad anschließen kann. Schauen wir mal am Neumarkt, wie dort die Räder gesichert sind. Ein Spiralschloss am Vorderrad ist denkbar ungünstig. Einmal den Schnellspanner betätigt und das Vorderrad ist das einzige, was am Fahrradständer zurückbleibt. Beim zweiten Rad ist nur das Hinterrad gesichert. Aber auch hier kann man durch den Schnellspanner den Rest schnell klauen. Beim dritten Rad ist der Rahmen gesichert, aber Vorderrad und Hinterrad können durch die Schnellspanner entwendet werden. Auch das Schloss ist ziemlich dünn. Uli zeigt uns jetzt mal, wie es geht. Mit 2 Schlössern wird zunächst das Hinterrad und der Rahmen an den Fahrradbügel angeschlossen. Mit dem 2. Schloss wird das Vorderrad und nochmals der Rahmen gesichert. Das Ganze dauert knapp 30 Sekunden. Das war's für heute. Morgen kümmern wir uns um die Verkehrszeichen und Radwege. Bis dahin. Thank you.